habe das mal Quermix-Grundlagen genannt. Ihr kennt das. Ihr kriegt das oft gesagt. Das sind doch Grundlagen, das müsstet ihr doch können. Und dabei baut sich über mehrere Jahre immer Schritt für Schritt irgendeine Lücke auf und dann zerfällt das Haus irgendwann. Und ich versuche mal vorne anzufangen. So was ganz Banales wie A plus A plus A und der Unterschied zu A mal A mal A. Das ist eigentlich so etwas Grundlegendes. Warum ist das hier 3a und das hier a hoch 3? Das ist so der Übergang von, ich nehme mir Buchstaben und nehme ein a und noch ein a und noch ein a. Das sind insgesamt wie viele? 3 a's. Da könnte man jetzt auch hinschreiben, 1 Euro plus 1 Euro plus 1 Euro sind 3 Euro. Und dann multipliziere ich Buchstaben. Mit Zahlen immer etwas besser, wenn ich habe 2 mal 2 mal 2, dann sollte klar sein, das kann nicht das gleiche sein wie 2 plus 2 plus 2. Das hier wären insgesamt 6 oder ich könnte auch eben schreiben, einmal die 2, zweimal die 2 und dreimal die 2 sind insgesamt 3 mal die 2. Und hier im Unterschied, wenn ich die Zahlen nicht addiere, sondern multipliziere, dann habe ich eben die Schreibweise 2 hoch 3. Dafür ist diese Potenzschreibweise eingeführt worden, dass ihr eine Basis habt und einen Exponent. Und das gibt dann entsprechend an, wie oft diese Basis multipliziert wird. Also wenn da jetzt stehen würde 2 hoch 5, dann wüsstet ihr jetzt sofort, aha, das ist die Potenzschreibweise, das wäre 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2, nämlich insgesamt die 2 fünfmal mit sich multipliziert. So, und dann kann man jetzt da auch so ein bisschen in die Tiefe gehen und sagen, okay, jetzt nehme ich mal 3a hoch 5 plus 4a hoch 5, dann sehe ich so etwas wie a hoch 5 kommt hier dreimal vor und wird addiert mit 4 mal dem a hoch 5, sind insgesamt 7a hoch 5. Dann kriegt man eigentlich einen Blick dafür, okay, dann kann ich natürlich 3a hoch 5 und 4a hoch 10, da geht nichts. Warum? Das ist wie 3 Äpfel plus 4 Birnen. Das kann ich nicht zusammen addieren. Der Unterschied wäre dann wieder, wenn ich jetzt das Ganze nicht mit Plus verknüpfe, sondern mit Mal, also ich multipliziere. Dann bräuchte man die Grundlage, das wäre ja nichts anderes als 3 mal das a hoch 5, 4 mal das a hoch 5, nochmal multipliziert. Und daraus könnte ich machen 3 mal 4 mal a hoch 5 mal a hoch 5. Und jetzt verknüpfe ich so das Wissen, 3 mal 4 ist 12 und a hoch 5 mal a hoch 5, das könntet ihr auch jetzt auseinanderdröseln zum Verständnis. A hoch 5 wäre ja 5 mal das A multipliziert, also A mal A mal A mal A mal A. Und dann nochmal und insgesamt 10 mal, also vom Verständnis her A hoch 10. Oder dann ist man bei den Potenzgesetzen, ich kann Potenzen mit gleicher Basis multiplizieren, indem ich die Exponenten addiere. Und jetzt kommt man hier zu dem Unterschied 3a hoch 5 mal 4a hoch 10, da könnte ich jetzt draus machen, 3 mal 4 ist 12 und a hoch 5 mal a hoch 10 ist a hoch 15. So, dann geht das Ganze weiter und man verpackt das mit so Schreibweisen wie, da ist etwas wie x hoch minus 1 ist 1 durch x oder x hoch minus 2 ist 1 durch x Quadrat. Das ist die Geschichte, was ist denn, wenn ich negative Exponenten habe? Wie kann ich das umschreiben? Und dann kann man die ganze Geschichte noch so ein bisschen durchdrehen lassen, wie zum Beispiel 40 durch x hoch 10. Das Ganze wiederum jetzt nicht so zu schreiben, also als Bruch, Zähler geteilt durch Nenner. Jetzt nimmt man wieder ein paar Vokabeln mit auf. Bruch, Zähler geteilt durch Nenner. Diese Geschichte hier durch x hoch 10, das ist ja praktisch das hier rückwärts, wäre x hoch minus 10, dann bleibt die 40 multipliziert vorne dran. Und diese Kleinigkeiten, die sich von vorne aufbauen, diese Lücken, die lassen einen dann so in die Grube fallen, wenn es dann um Themengebiete geht hinterher, die es dann erfordern, teilweise auch eben umzuschreiben, die erleichtern euch dann entsprechend Sachen.
Was ist zum Beispiel, wenn ihr da so etwas habt wie, nehme ich mal ein x hoch 4 und dann Zehntel. Das ist ja jetzt wieder, ne, da steht ein Bruch, Zähler geteilt durch Nenner. Und das wäre, anders auch hingeschrieben, ein Zehntel mal x hoch 4. Warum? Das schreibe ich jetzt mal so als x hoch 4 Eintel. Völlig bescheuert eigentlich. Wenn ihr das jetzt aber wieder multiplizieren würdet, 1 mal x hoch 4 ist x hoch 4 und unterm Bruchstrich 10 mal 1 wäre 10. Warum schreibe ich das jetzt mit 1 Zehntel mal x hoch 4? Das ist wiederum eine Schreibweise, die wiederum bei einem Themengebiet vielen hilft, besser voranzukommen als diese Schreibweise hier. Und dann kann man wieder noch mehr Buchstaben mit einführen, wie zum Beispiel x hoch 5 durch a. So, das würde dann gelesen x hoch 5 Atel, hört sich total bescheuert an. Und das könnte man jetzt wiederum umschreiben zu 1 durch a mal x hoch 5. Und wiederum haben wir hier irgendetwas multipliziert mit x hoch 5 statt x hoch 5 Atel. So, da geht man so in Geschichten rein wie Parameterfunktion oder Scharfunktion, wo diese kleinen Umstellungen einem dann hinterher helfen, besser voranzukommen. Da wiederhole ich mich jetzt. Aber das sind so diese kleinen Lücken. Dann kann man das jetzt Ganze, ich könnte eigentlich da noch 10 Tafelbilder dann draus machen, wenn man jetzt Klammern zum Beispiel mit einführt. Also sowas wie x hoch 4 minus 10. Und dann packen wir, weiß ich nicht, noch hoch 2 dahin, da ist man bei der Geschichte binomische Formeln. Worauf muss ich da aufpassen? Und dann nehme ich noch ein a mal nach vorne und vielleicht noch hier geteilt durch, keine Ahnung, 500. So, das sieht jetzt total wild aus, aber das könnte man jetzt so ein bisschen auseinander pflücken, weil man ja weiß, okay, das Paket hier, ich mache mal eben jetzt hier noch weiter, wäre, so, wir haben das a mal, wir haben diese durch 500 Schreibweise, da könnte ich jetzt ein 500stel nehmen mal x hoch 4 minus 10 hoch 2. Jetzt könnte ich, wenn ich ausmultiplizieren müsste, könnte ich jetzt hier die binomische Formel anwenden oder ich wüsste ja aber auch, ein Ausdruck hoch 2 heißt, ne, aus Potenzschreibweise, das, was da drunter steht, ist jetzt nicht nur eine Zahl oder nicht nur eben ein Buchstabe, der dann eben so oft multipliziert wird, die Zahl oder der Buchstabe, wie es hier der Exponent angibt, sondern jetzt ist es der Ausdruck. Also könnte ich ja aus dem Ausdruck hier auch das machen. Also das soll minus 10 heißen, ein bisschen geschmiert. Also der Ausdruck mal der Ausdruck statt nur hoch 2. So, und ihr merkt schon, jetzt kann ich hier a mal, das ist alles so ein bisschen Spielerei. So, jetzt kann ich daraus Dinge machen, das wäre zum Beispiel jetzt, was ist, wenn ich, keine Ahnung, umstellen müsste, ausmultiplizieren müsste. Man könnte jetzt hier entsprechend multiplizieren, man könnte auch vorher die binomische Formel anwenden. Ich versuche ja immer, und auch hier nochmal deutlich zu machen, dass es so einzelne kleine Bausteine sind, kleine Lücken, die man schließen kann an entsprechenden Stellen und dann kommt ihr durch ein Gesamtthema viel, viel einfacher durch. Und ich versuche es jetzt immer wieder zu erwähnen, wenn ihr eine spezielle Frage habt, ich verlinke euch das, dann hüpft ins Fragenportal. Da sehen wir zu, dass euch wirklich mal ganz schnell geholfen wird. Ihr seid ja selber praktisch die Community, wo immer mehr jetzt auch zum Helfer werden. Und ihr seht dann auch durch das Bewertungssystem, wer gut ist. Also nochmal, keine Panik, wenn ich mal doch zu irgendetwas kein Video habe, hüpft rein, stellt die Frage, schließt die Lücke und insgesamt kommt ihr dann zu einem viel besseren Verständnis und vor allen Dingen kommt ihr entspannter durch größere Themen durch.